Was geht, Leute von heute? Willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 2015 in Online-Saison. Und zwar bin ich schon in Liga 9. Wenn wir diesen Sieg jetzt verbuchen können, dann steigen wir auf in Liga 10. So, ich freue mich darauf jetzt, denn, wie gesagt, Liga 10 mein Ziel jetzt. Mir hat jemand in die Kommentare geschrieben, ich soll mal Online-Saison spielen und so. Tue ich aber schon die ganze Zeit, fiel mir auf. Ja, und ich bin jetzt in Liga, wie gesagt, Liga 9. So, und wie gesagt, wenn wir jetzt gewinnen, geht's in Liga 10. So, und jetzt gehen wir gleich hier nach vorne. Das sieht nach einer guten Torchance aus. Papastathopoulos. Ah, verdammt, in die Verteidigung gelaufen. Okay, der hat eine gute Verteidigung, sehe ich gerade. Schon im Mittelfeld so. Holen sie sich den Ball zurück. Papastathopoulos. Ach Mensch, verdammt, Ballverlust. Sorry für die Lags, also das liegt nicht an mir, definitiv nicht. So, und jetzt geht es hier nach vorne. Jawohl, schön gesehen. Und Schuss, komm, setz dich gleich rein. Ah, Mann, schade. Okay, und wir gehen wieder nach vorne. Ah, schade. Oh, der ist durch. Ne, wir haben ihn. Sehr schön. Und nach vorne. Und nach vorne. Aubameyang geht. Ah, abgefangen. Schade. Ja, wie gesagt, also ich will jetzt in Liga 10. Also müssen wir uns auf jeden Fall jetzt hier auf den Sieg konzentrieren. Und schön gesehen. Und abgezogen. Ah, verdammt. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Und Ecke kommt. Und Schuss. Oh. Mensch, Leute. Verdammt. Das gibt schon wieder Eckball. Und? Nein! Latte. Verdammt, Leute. Das gibt's doch nicht. Was? Und ich verstolper den Ball. Es gibt es nicht. Ich hatte ihn schon. Das wäre das 1:0 gewesen, Leute. Oh Mann. Und nicht durchlassen. Ja, dein Ibrahimovic. Schlitz. Danke. So, und weiter nach vorne. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Druck hier machen. Oh Mann. Ballverlust. Bender, Bender. Jawohl. Reus. Das geht so nicht. Und der Ball kommt. Jawohl, und Aubameyang. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, schade. So, jetzt aber hier. KB, KB, die verstehen sich blendend. Und weiter geht's. Weiter geht's. Sorry für den Kurzcut. Da hat das Programm einfach aufgehört. So, wir sind jetzt, wie gesagt, hier weiterhin versuchen, in Führung zu gehen. Jetzt kann Reus erstmal hier gehen. Komm, kannst ein ganzes Stück gehen. Komm, 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 komm. Komm schon, Reus. Jawohl. Zeig, was du kannst. Zeig, was du kannst. Jawohl, und eine Flanke. Komm. Und zurück, Aubameyang. Und weitergeben. Komm schon. Und Schuss. Komm schon. Nein, Abseits. Das gibt's doch nicht, Leute. Naja, guter Versuch. Na komm. Oh Mann, Ball verloren.
So, wir wollen natürlich hier den Sieg. Ich will in Liga 10. Das ist natürlich klar. Liga 10 ist unser Ziel. Und Schuss. Und, oh, was für eine Parade. Also ich muss sagen, das war jetzt, glaube ich, schon der dritte oder vierte Schuss. Oh, Hummels wieder. Schade. Und jetzt. Jawohl. Jawohl. 27. Minute, 1:0. Jawohl. Hummels, schönes Kopfballtor. Ich verlasse mich ja immer bei Kopfbällen auf Hummels. Tja, da sind sie auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Diesen Vorsprung muss ihnen der Gegner erstmal wieder... Schöner Kopfballtreffer. Jawohl. Und wir machen natürlich weiter Druck. Ah, daneben. Das steht doch nicht. Nicht abgefangen. Jawohl. Jawohl. Komm schon, und weiter durchsetzen. Nee. Jetzt, ah, er hat umgestellt auf schnelles Pressing und so. Ich sehe das. Ich merke das. Sehr schön. Und weitergeben. Und komm. Jawohl. Habe ich so gewusst, er läuft unten mit. Sehr schön. Und rennen. Komm. Jetzt kann die Flanke an die Flanke kommen. Sie kommt. Flanke. Das ist jetzt die Möglichkeit. Komm schon. Klasse. Nein. Kam nicht durch. Schade. Heute läuft mit Paris Saint-Germain. So, und nach vorne. Komm schon. Französischen Mannschaften auf die bisher einen europäischen Wettbewerb gewinnen konnten. Komm schon. Ja, Leute, auf jeden Fall, wie gesagt, nein, das wird jetzt saugefährlich. Komm schon, jetzt Torwart raus. Ja, oh, was für ein Glück. Leute, was für ein Glück. Oh Mann, verdammt. Und geh. Ah, Aubameyang ist nicht gelaufen, ist nicht durchgestartet. Ja, und den Ball haben wir abgefangen. Jetzt geht... Ah, und haben sie den wieder. Na, jawohl. Ah, was für ein Abtausch hier. Flanke. Kopfball. Komm schon. Ja. Yeah. Was für ein Zauber. Oh, Leute, das war mal gezaubert, oder? Da ist richtig Druck dahinter. Auf jeden Fall im Moment. Oh, was für ein Glück. Vorsprung für sie. Und vielleicht ist sogar noch mehr drin. Schönes Tor, Leute. 2:0 in der 39. Minute. Das hat er am Kopfballpendel so oft geübt und jetzt hier im Spiel. Und wir sehen hier auch ganz deutlich, da ist der Torhüter chancenlos gegen dieses Ding. Das ist ein, ja, 2:0. Und wir wollen natürlich den weiterhin Druck aufbauen. Jawohl, und da haben wir den Ball auch schon wieder. Und Schuss. Ah, schade. Und Kopfball. Balleroberung im Mittelfeld. Ja, sehr schön. Großkreuz. Lojikowski bewegt. Oh, schön. Schön, komm schon. Nein, Leute, nein. Schade. Ja, also wenn er den nicht locker aufnimmt, dann weiß ich gar nichts mehr. Oh, shit. Nein, Fehlpass. Jawohl, den Ball haben wir wieder. Lojikowski bewegt den Ball. Sehr schön. Und 5 Minuten Nachspielzeit. 5 Minuten Nachspielzeit. So, wir führen 2:0 und dann, wenn wir gewinnen, sind wir Liga 10. Ich freue mich daran. Ich hoffe, dass wir das auch jetzt so halten können, das Ergebnis. Ist natürlich, ein Spiel geht immer 90 Minuten, wissen wir ja. So. Und die nächste Flanke kommt. Ah, und Eckball. Schiedsrichterassistent zeigt an, Eckball wird's geben. Die Wiederholung des Tores, schauen wir uns das nochmal genauer an. Und Eckball kommt. Und? Hummels! Nein, Hummels wieder. Einen Eckball nach dem anderen raus, irgendwann muss einfach mal ein Tor fallen. Und hier sehen wir die Zahl der Eckbälle. Und nochmal.
Ah, schade. Und Halbzeit. Das war schon immer ein trügerisches Ergebnis. Und vielleicht könnt ihr mir auch dabei helfen, wie ich die FPS-Abbrüche, dass ich da mal was machen kann. Schreibt es mir alles in die Kommentare. So, und die zweite Halbzeit ist in Gange. So, und dann fangen wir auch hier gleich den Ball ab. Schade. Das war jetzt nichts. So, jetzt haben wir den Ball wieder. Jawohl. Ah, hat er den abgefangen. Ja, und wir haben ihn wieder. Schön, und geh unten. Komm schon. Eine schöne Flanke. Komm. Jawohl, komm. Ah, schade, war nix. Oh Mann. Auf Ibrahimovic muss ich aufpassen. Der ist gut. Zweikampf um den Ballbesitz. Jawohl. Blaschikowski bewegt den Ball. Und schnelle Pässe. Mal sehen, ob er damit zurechtkommt. Anscheinend nicht. Ah, und in die Mauer gerannt. Also hat er den Ball wieder abgelaufen. Schade. Jawohl. Nein. Schade. Guter Versuch wieder. Meine Verteidigung steht. Nicht. Torwart raus. Und nochmal Torwart. Jawohl. Schön und Torwart unter Druck gesetzt. So will ich das sehen. Ja, aber das liegt auch ein bisschen an ihm. Also der ist ihm schon versprungen. Ibrahimovic. So. Und nach vorne. Und nach vorne geht's. Komm schon. Jawohl. Großkreuz. Und geh. Komm. Ah, schade. 57 Minute 2-0. Das sieht ganz gut für uns aus. Ja, Leute, was ich sonst noch so habe, wenn mir einer auch mit dem Intro helfen könnte. Ich habe da Probleme. Viele haben da drunter geschrieben, das sieht aus wie das, was schon jeder hat. Und das ärgert mich ein bisschen. Ich kann natürlich auch verstehen. Ist ja auch nur ein Template. Aber wer mir helfen kann, soll es mir bitte in die Kommentare schreiben. Und Schuss. Und nochmal nach Schuss. Nein. Ja, wer mir da helfen kann, schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ich könnte da gut Hilfe gebrauchen. Wird mich freuen. So, und Ecke kommt. Hummels. Nein. Klare Sache. Einwurf. Kagawa. Kagawa hat Ball. Oh, verloren. Shit. Und abgefangen. Und nachsetzen. Komm schon. Jawohl. Nein. Jawohl. Und abgenommen. Und Schuss. Nein. Schade. Das wäre jetzt das 3-0 gewesen. So, jetzt versuchen wir mal was. Oh, und zurück. Und zurück. Verteidigung steht. Super. Und da geht. Na komm. Ah. Schade. Und kontrolliert den Ball. Und das ist, meine, genau das ist es an dieser Stelle. Den muss er auch kontrollieren. Nicht einfach nur wegpölen. Was hier los? Torwart. Oh, schön. Und den Weg verkürzt. Ich finde das ja auch wichtig, dass immer mit dem Torwart mitgespielt wird. Dass den Torwart immer mit einsetzen. So könnt ihr den Schusswinkel verkürzen, wenn ihr ihn rausholt. Kann natürlich auch mal in die Hose gehen. Das haben wir ja letzt gesehen, wo die ein Tor geschossen haben bei mir. Und schön weitergegeben. Jawohl. Und wir gehen über die Seite. Jawohl. Und er konnte sich durchsetzen. Und nein. Schade. Das muss man sagen. Und jetzt können wir nochmal einen Blick auf diese großartige Rettungsaktion des Torwarts werfen. Das ist was für Ästheten und ein eindeutiges Signal an den Gegner. An mir kommt keiner vorbei. Jawohl. Oh, da konnten wir uns nicht durchsetzen. Komm schon. Bender, jawohl. Und Großkreuz weitergeben an Sokratis. Und jetzt kommt weiter. Ah, schade. Und Ball wieder. An Reus. Nee, Immobile. Immobile gibt an Blaschikowski. Komm schon. Ohne Kampf kein Ball. Verdammt. Oh, oh. Oh, das war jetzt natürlich Pech. Und ah.
74. Minute, 2:1 von Ibrahimovic. Schade, ich habe gesagt, man muss auf den aufpassen. Verdammt, und ich vergessen. Okay. Das war jetzt natürlich PP. So, jetzt müssen wir aber das Ergebnis echt, entweder wir bauen es jetzt noch aus, oder wir halten das. Ah, schade. Also man muss schon sagen, das Spiel ist sehr ausgeglichen, das finde ich immer gut. Und ich finde auch geil, dass, das ist schön. Oh nein, oh nee, ist nicht. Das nie langweilig wird, Fußball. Denn man weiß nie, ob man gewinnt oder nicht. Ah, konnte Reus sich nicht durchsetzen, schade. Oder Immobile. Nein. Und weg damit. Oh, shit. Jawohl, und abgefangen. Sehr schön. Jetzt macht er Druck. Jetzt macht er hier ordentlich Druck. Da grätscht er den Ball auch noch ab, ne? Oh, Mann. Komm schon, ich will in die Liga 10. Na los, komm schon. Was? Jawohl, Weidenfeller kommt. Schöne Parade. Ein paar Minuten sind noch zu spielen. Und ich sag Ihnen, da geht noch was in diesem. Oh, ich habe einen Verletzten. Immobile ist verletzt. Shit. Das ist nicht gut. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Noch 6 Minuten. Wir müssen noch 6 Minuten jetzt durchhalten. Das gibt's nicht. Jawohl. Da geht die Fahne hoch. Und für mich war er eben nicht im Abseits. Nee, war er auch nicht. Die Chance gewesen. Ah, das ist bitter. Das ist ganz, ganz bitter und natürlich auch schwierig für den Assistenten in dieser Phase des Spiels so ein. Und jetzt werden sie hinten, jetzt werde ich hinten echt hinten immer vorsichtig, hinten immer zu riskant. Ich lasse ja immer zu viele Lücken offen. Es wird zu gefährlich langsam. Nein, 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 komm schon. Oh, Schwein gehabt. Verdammt, war das knapp. Oh, Mann. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen. Jawohl. Der Spieler am Boden sieht so aus, als hätte er sich. Nein, schade. Ja, da ist er ja fast der 11. Feldspieler. Er holt sich den Ball weit vor dem Tor. Aber richtig gut gemacht und es war wichtig, dass er hier rauskam. 4 Minuten Nachspielzeit. Abseits. Sehr schön. So, wenn jetzt noch die Verlängerung noch durchhalten, dann haben wir es geschafft. Dann sind wir in Liga 10. Großkreuz. Und Schuss. Also, schade. Da vom Tor betreut. Aber das blieb dann auch ein Traum. Nein. Oh, schlechtes. Jawohl. Die Mannschaft ist auf dem besten Wege zum Sieg auf der Zielgeraden. Die Fans laufen sich stimmig schon mal warm. Kommt schon. Jawohl, und damit sind wir in Liga 10, Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Argumentiert, kommentiert, kritisiert. Euer Nordi. Bis zum nächsten Mal. Guckt hier, ich zeige euch das jetzt auch, dass ihr seht, dass das mal Online-Saison ist hier. Für alle Beteiligten und eine Demonstration ihrer Überlegenheit in dieser Spielklasse. So, damit ihr es auch noch mal sehen könnt. 2:1, der Sieg. Und hier seht ihr es, wir sind in Liga 10. Jawohl, den Pokal. Saubere Sache. Titelmeister. Sehr schön. So, bis zum nächsten Mal. Haut ihr rein, Leute. Ciao. Peace.